Hallo ihr Hexen und Zauberer da draußen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy auf der PlayStation 5. Es ist jetzt die x-te Folge an dem heutigen Tag, es ist immer noch der Freitag, 17.48 Uhr. Ich glaube in der nächsten Folge, also nach dieser Folge, hole ich mir einen Döner-Teller. Bin noch nicht ganz so sicher, aber denke schon. Ja, es ist immer noch Freitag, ich habe noch richtig viel Zeit, morgen kann ich auch noch aufnehmen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt mache, weil ich habe jetzt glaube ich schon echt schon viele Folgen aufgenommen. Ich will ja nicht zu viel im Voraus produzieren, aber naja, ein bisschen geht noch. Beim letzten Mal haben wir so ein paar Sachen gemacht. Wir hatten den Flugunterricht gehabt bei Professor Kogawa, hieß sie, glaube ich. Und dann haben wir noch eine Lieferung absolviert hier, ausgeliefert für Jay Pippin. Der hat uns eine Belohnung gegeben. Und wir haben noch einen Auftrag angenommen, bei dem wir... bei dem wir mit ihm... Es geht in den Raum der Wünsche, wenn wir zu Professor Weasley gehen. Alter, geil. Nee, aber eigentlich wollte ich jetzt diese eine Flugaufgabe machen mit Imelda. Denn wir müssen irgendeinen Rekord brechen oder sowas. Die Flugprüfung. Als ich bei Mr. Weeks einen Besen erworben habe, riet er mir, mit Imelda Reyes auf dem Quidditch-Feld zu sprechen. Sie veranstaltet Wettflüge, mit denen sich der Besen sicher ausgezeichnet testen ließe. Oh, man kann also doch auf das Quidditch-Feld. Cool. Ja, ich müsste schon die Karte von Hogwarts aufmachen. Da müssen wir einmal hin. Ich weiß nur gerade nicht, wie man da am besten hinkommt. Am besten hier. Machen wir so. Ja. Ansonsten könnt ihr mir gerne immer noch in die Kommentare schreiben, was ich so für Talentpunkte ausgeben soll, in welche Bereiche ich investieren sollte. Ich weiß es halt nicht so genau. Ich lasse das erstmal noch offen. Weil gerade geht's ja auch noch. Es ist so cool, einfach rumfliegen zu können, ne? Das ist schon mal... Das macht das Spiel um ein Vielfaches cooler einfach. Hallo Imelda, so sieht man sich wieder. Wenn das nicht Slytherins neuestes Besenwunder ist. Hast du da Angst bist du oder. Ja. Der Duellant, den es zu schlagen gilt. Ah, da bist du ja wieder, der komische Typ, den wir mal in Kräuterkunde gesehen haben und davor auch in den gekreuzten Stäben immer wieder duelliert haben. Incendio. Okay. Hast du etwa Angst um deine Spitzenposition, Imelda, oder warum sagst du das so? Hallo, Imelda. Albie Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen, aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Clopton gehört? Du klingst eifersüchtig so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Da ist wohl jemand neidisch auf mein Können auf dem Besen. Ich? Kapitänin von Slytherin? Eifersüchtig auf dich? Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du kannst doch kein Slytherin sein. Pff, dieser mottenzerfressene Hut lässt wohl langsam nach. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Slytherin. Was für Strecken sind das? Kannst du mir mehr über diese Strecken sagen? Willst du etwa Zeit schinden? Na schön, wenn's sein muss. Diese Strecke erfordert Konzentration. Du musst vor jeder Kurve Tempo und Höhe bedenken. Die anderen testen die Ausdauer. Es sind drei Strecken, vor Ewigkeiten von Ehemaligen gebaut. Seit Black Quidditch gestrichen hat, gibt es diese Strecken oder nichts. Ich habe sie wieder populär gemacht. Die ganze Schule will dabei sein. Na dann? Zeig doch mal, was du drauf hast, Frischling. Einverstanden, Imelda. Die Herausforderung nehme ich an, geil. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Na, werden wir sehen. Kann sein, muss aber nicht sein. 3, 2, 1, let's go. Erreiche einen Rang in der Besenprüfung. In der Quidditch, ja genau. Das macht echt Spaß.
Wunderbar. Puh. 2 Minuten müssen wir knacken. Ich hätte nicht gedacht, dass man doch so viel fliegt hier in dem Spiel. Puh. Jetzt bin ich komplett vom Kurs abgekommen. Das wird wahrscheinlich nichts. Ich habe echt gedacht, als es damals hieß, also am Anfang hieß, Quidditch gibt es dieses Jahr nicht, dass man eigentlich außer normales Reisen hier nichts mit dem Besen macht. Aber jetzt gibt es hier doch so eine Kurse. Das ist jetzt irgendwie eine positive Überraschung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das reicht, aber ich muss mich auch erstmal an diese Steuerung gewöhnen. Das ist gar nicht so einfach. Wow. Er hat auf jeden Fall seinen Spaß. Das ist schon mal schön. Wie cool das hier aussieht. Die Musik ist auch wunderschön. Herrlich. Aber wir sind halt noch nicht so schnell. Aber das muss ja darauf ausgelegt sein, dass man das auch mit dem aktuellen Besen schaffen kann. Aber ich bin halt oft daneben geflogen und so. Das könnte sein, dass es das nicht sein wird. Aber das kann ja nicht... Ich sollte nicht mehr so viele von diesen Ringen verpassen, von diesen kleinen, sonst wird's eng. Ja, aber das ist doch nicht der Rekord, oder? Imelda, ich bitte dich. Das kann doch nicht der... Was zur Hölle? Was ist das für ein Rekord? Lächerlich. Das war ziemlich wahr. Ja, neue Bestzeit. Was? Das war total einfach. Erstatte Imelda Bericht. Ich habe mit der mürrischen Imelda Reyes gesprochen, ob ich an ihrer Besenprüfung auf dem Quidditch-Feld teilnehmen kann, nachdem ich einige Beleidigungen über mich ergehen lassen musste. Habe ich jetzt keine gehört? Weiß ich nicht. Matsu, das war noch keine Beleidigung. Will ich nun ihre Bestzeit schlagen? Also ich habe mich jetzt nicht beleidigt gefühlt, aber okay, alles klar. Du hast doch geschummelt. Ugh. Na gut. Du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Ich will deinen Respekt gar nicht. Das werden wir sehen. Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albie Weeks. Okay, jetzt erstmal zu Albie Weeks zurückkehren. Imelda war schockiert, dass ihre Besenflugzeit auf dem Quidditch-Feld unterboten. Weeks hört sich ja gern, wie ich mich geschlagen habe. Ja. Also sie war schockiert, dass ich ihre Besenflugzeit auf dem Quidditch-Feld unterboten hatte. Sie bestand darauf, dass es ein Zufall war und dass zukünftige Strecken zeigen werden, dass sie die bessere Besenfliegerin ist. Auf jeden Fall sollte ich Mr. Weeks über die Ergebnisse der Besenprüfung informieren. Und hier kann ich jetzt aufsteigen in der Rangliste. Zeig mal die Bestenliste. Oh, da bin ich ja schon... Ich würde schon gerne auf Platz 1. Ja doch, komm, ich will Platz 1 werden. Komm Leute, wir machen einmal Platz 1, klar. Jetzt kenne ich die Strecke ja auch. Und dann geht's auch. Perfekt. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich will da einfach Platz 1 sein. Wenn man da Platz 1 sein kann, dann will ich da auch Platz 1 sein. Vielleicht gibt es dann auch noch mal einen extra Dialog bei Imelda, wenn man dann den ersten Platz erreicht hat. Schade, dass ich das nicht eben schon... Nein! Habe ich den jetzt mitgenommen? Ich weiß nicht. Mist, das war nicht gut. Kann ich nochmal neu starten? Das ist nicht gut. Ich glaube, ich habe auch einen übersehen. Das macht echt Spaß. Ja, total, wenn man hier Ringe verpasst. Aber ich weiß gerade nicht. Die Stelle, die schaffe ich irgendwie nie. Das war ja eben auch schon so. Mann. Wow, ich dachte, ich krieg die alle. Ich krieg nur einen. Und ist da wieder nicht so gut. Ich meine, es ist eine coole Strecke. Es macht ja auch Spaß, das Ding abzufliegen hier, aber...
glaube, ich bin tatsächlich langsamer als bei meinem vorherigen Versuch. Das wäre sehr, sehr traurig. Aber noch ist nicht alle Tage arm. Fabelhaft. Vielleicht geht's ja doch irgendwie. Ah, es wird sehr, sehr knapp. Es ist schon eine geile Zeit, die da vorgelegt wurde. Leider nicht. Nee, ich habe auch einen übersehen. Nee, doch nicht. Aber knapp. Hätte ich mich da nicht so verflogen, hätte es geklappt. Ist eine Bestzeit, glaube ich. Aber leider nicht die Bestzeit. Ich würde schon gerne noch einen Versuch jetzt starten, weil irgendwie... Es ist wunderbar. Es ist echt eine geile Zeit, aber ich versuche es. Okay, let's go. Ich muss das jetzt schaffen, Leute. Mein Ehrgeiz packt mich. Das ist so eine geile Herausforderung. Jetzt muss ich echt mal aufpassen, dass ich die Stelle hier nicht immer verkacke. Ich hasse die. Ist es diese jetzt gewesen oder war es die andere? Das ist die. Die verkacke ich immer. Ich weiß gar nicht, die hier, glaube ich. Okay, nicht so ganz verkackt wie beim letzten Mal. Das ist gut. Ich meine, ich kann das natürlich auch mit einer Besenverbesserung, glaube ich, dann abfliegen. Dann würde es da wahrscheinlich um einiges leichter sein. Aber ich weiß nicht. Vielleicht geht es dann aber auch nicht mehr. Woher soll ich das wissen? Das macht echt Spaß. Und bei Nacht ist das irgendwie auch noch ein Stückchen cooler. Hat echt... Ist eine geile Atmo hier. Bam, bam, bam. Immer schön die Ringe einsammeln. Mehr kann man dann auch nicht machen. Sich nach vorne lehnen, die Ringe einsammeln. Also halt auch die kleinen, dann mehr kannst du nicht machen. Und dann muss es eigentlich... Wow. Dann muss es eigentlich reichen. Aber es könnte natürlich sein, dass man hier jeden Ring einsammeln muss. Also auch die kleinen alle. Wenn es so ist, dann habe ich es ja jetzt schon verkackt. Geschafft. Bei mir fehlen ja immer noch 7 Sekunden. Also da muss ja die Zeit muss ja irgendwo herkommen. Alter, das ist so scheiße knapp. Alter Schwede. Nein, so knapp. Ich muss noch einmal machen, Leute. Es gibt's nicht. Hat das jemand gesehen? Nee, wahrscheinlich nicht. Die sind alle schon pennen gegangen, Matze. Und du bist hier immer noch am Schuften. Komm, einen Versuch gebe ich dem Ganzen noch. Aber ich will hier irgendwann den Highscore knacken. Ey, es kann wirklich sein, dass ich jeden einsammeln muss. Alter, ich will den Highscore knacken jetzt. Das kann nicht wahr sein. 2 Sekunden. Wo soll ich 2 Sekunden noch hernehmen? Na gut, ich habe ein paar Ringe verpasst. Das war nicht gut. Na, komm. Komm schon. Super. Keinen Ring verpassen. Fabelhaft. Ich kann echt abbrechen, wenn ich einen verpasse. Ne? Sonst kann ich hier echt abbrechen. Ich habe einen verpasst, glaube ich. Aber vielleicht ist einer nicht so schlimm. Oh, okay, Neustart. Abbrechen. Bringt nichts. Abbrechen, bitte. Kann ich bitte abbrechen? Das war wohl nichts. Das ist richtig. Mann, die Kameraführung nervt aber auch ein bisschen. Ich weiß... Man kann, wie gesagt, wenn ich die vielleicht in einen schnelleren Besen habe, geht das vielleicht um ein Vielfaches leichter. Aber das wäre doch dann Betrug. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Klack, klack, klack. Perfekt. Klack, klack, klack. Das ist schon viel besser. Das ist eine scheiß Stelle hier. Hallo, Mann, ey! Ah, kann ich knicken? Weg, 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 weg. Einmal noch, komm. Mann, ey. Die Stelle mag ich gar nicht. Der Rest ist vollkommen in Ordnung und das ist echt eine Kackstelle. Ja, aber das bringt ja nichts. Ich brauche den, das ist ja Zeitverschwendung, wenn ich das da weiterfliege. Jetzt hat mich hier mein Ehrgeiz gepackt. Es ist Wahnsinn. Ich meine, bis hierhin geht es, also bis zu dem einen Punkt geht es und danach geht es auch wieder. Das ist nur diese eine Stelle, die mich ein bisschen nervt.
Die ist auch manchmal ein bisschen nervig, aber das hier ist echt eine Kackstelle. Nicht einen Ring, nein! Wieso krieg ich das nicht? Was ist daran so schlimm? Ah, oh, das hasse ich gerade sehr. Das hasse ich gerade wirklich. Das ist echt so eine Kackstelle. Na komm. Nochmal. Komm, ja, komm. Ruby oder Ruby. Ruby. Ich werde dich schlagen, Ruby. Geschafft. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Das gefällt mir schon viel besser. Vielleicht muss ich einfach mal hier aufhören. Alter, ist mein letzter Versuch jetzt. Ich sag's euch. Ja, ist mein letzter Versuch jetzt. Ich kann nicht die ganze Zeit noch weitermachen. Das ist... Ach, Mist. Ah. Aber ich will es einfach schaffen. Ich will gucken, was dann passiert, wenn man das hier gewinnt. Let's go. Okay, let's go. Super. Komm, Konzentration. Es kann doch nicht so schwer sein, dass ich diese eine Stelle... Es ist nur diese eine einzige Stelle. Nein, das ist... Oh Gott, nein. Ich flieg's jetzt mal weiter. Ich glaube, das wird nicht passen. Ich glaube nicht, dass das... Wow. Wow, ich kann einfach nicht... Ich will eigentlich noch einen Versuch machen, Leute. Ich kann nicht aufhören. Das ist... Es macht ja schon irgendwie Spaß, immer weiter zu probieren. Aber ich muss halt irgendwann auch zu... Albie Weeks zurückkehren. Komm. Ah, ich kann nicht aufhören. Mann, es macht süchtig. Das macht echt Spaß. Ja, es ist diese eine Stelle. Warum? Warum? Vielleicht muss ich da wirklich ein bisschen abbremsen an der Stelle, auch wenn das irgendwie sich merkwürdig anhört. Okay, jetzt habe ich mal einen mehr mitgenommen als sonst. Vielleicht fliege ich das einfach jetzt mal zu Ende und gucke dann mal, um einfach eine weitere Referenzzeit zu haben. Und dann sehe ich ja, ob das überhaupt... Wenn das jetzt überhaupt gar nicht passt, dann weiß ich, okay, ich darf da nichts verpassen. Es war Glück, dass ich die überhaupt mitgenommen habe. Oh, ich glaube, ich... Ja. Konzentration hochhalten. Nicht so kreuz und quer fliegen, sondern... Mann, das... Die Kamera, ich... Mann, ey, bitte. Das muss ich noch ein bisschen üben. Wahrscheinlich kann man da echt mit den Verbesserungen später hier auch nochmal antreten und das einfach easy gewinnen, aber vielleicht aber auch nicht. Jetzt habe ich einen Ring verpasst. Jetzt habe ich noch einen Ring verpasst. Jetzt habe ich noch einen Ring verpasst. Und das ist am Ende vielleicht der ausschlaggebende Faktor, warum ich das hier nicht schaffe. Trotzdem eine sehr gute Zeit. So war das nicht geplant. Nee. Oh Gott, komm, letzter Versuch jetzt. Es ist jetzt echt der letzte. Dann muss ich hier irgendwann wieder zurückkehren und den dann nochmal probieren. Aber ich möchte in dieser Folge auf jeden Fall diese Nebenquest abgeben. Ah, ist das ätzend. Jetzt verfange ich mich hier in sowas. Was wahrscheinlich gar nichts bringt, aber ich weiß ja nicht. Vielleicht ist es ja eine Nebenaufgabe, die man schaffen muss. Vielleicht aber auch nicht. Super. Großartig. Come on. Ja, wow, Kamera bitte. Nein, nein, die Kamera, Mann. Es ist so schwierig zu steuern, wirklich. Du musst mit dem rechten Stick bewegen, du musst den linken bewegen. Das ist einfach so ins... Ich will noch einen richtigen Versuch nochmal. Komm. Kannst du bitte abbrechen? Mann, geht mir das auf die Nerven. Besser. Ja, natürlich, aber... Wenn man da einmal den Faden verliert, ich finde das so schwierig, dann wieder mich zu koordinieren. Das ist so schwierig. Puh. Gut.
Spaß. Muss immer versuchen hier. Wow. Alter, ich komme durcheinander mit der Steuerung, wirklich. Ich will noch einen richtigen Versuch, bitte. Mit dem linken Stick muss ich so... Das reicht nicht. Ich muss das wirklich in meinen Kopf reinkriegen. Rechter Stick ist nur Kamera. Nur Kamera. Ich wäre natürlich sehr dem Spiel sehr verbunden, wenn die... Ich wäre dem Spiel natürlich sehr verbunden, wenn die Kamera immer zentriert wäre. Ist sie aber nicht. Perfekt. Hä? Nee, doch. Wow, ich höre auf. Da war's. Keine Lust mehr. Ich muss doch mit dem rechten Stick. Ich komme so, es ist nicht normal. Komm, brech ab, ich mach das später wieder. Heute nicht. Bin nah dran, aber das reicht mir jetzt auch wirklich. Nee, es ist auch besser so, wenn ich aufhöre. Ach, schade. Das nervt mich jetzt gerade schon ein bisschen, dass ich das nicht hinkriege. Aber naja, gut. Es ist, weiß ich nicht. Es sollte jetzt einfach noch nicht sein. Vielleicht irgendwann mal später. Vielleicht kriegen wir jetzt eine Besenverbesserung und dann wird's super easy. Wer weiß. Ah, oh, Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Boah, mal gucken. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Warum sollte jemand ihre Fähigkeiten anzweifeln? Oh, sie würden sich wundern. Die Leute sind starrköpfig. Sie fürchten, man ruiniert nur alles, wenn man daran herumfummelt. Diese Leute wissen einfach das Gefühl der Freiheit nicht zu schätzen, das ein guter Besenflug bereitet. Und sie würdigen auch nicht den kreativen Prozess dahinter. Ich kenne jemanden in Rom mit einem Laden wie meinem. Sagt, dort sei es noch schlimmer. Natürlich machen sie nachmittags auch ein Nickerchen. Und wo wären wir ohne Verbesserungen? Hätte Elliot Smethwick sich von diesen Schwarzsehern einschüchtern lassen, hätten wir heute keinen Dämpfungszauber. Ich höre nicht auf Sie. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Alright. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Ja, kann ich jetzt... Das war die Flugprüfung. Aber wenigstens haben wir eine Quest in dieser Folge geschafft. Aber ich sag ganz ehrlich, Leute, ich würde da gerne nochmal hin. Ich würde da unglaublich gerne jetzt nochmal hin. Weil irgendwie, ich will noch ein, zwei Runden nochmal fliegen. Oder drei. Ich will das einfach schaffen. Das muss ja möglich sein. Das muss doch machbar sein. Ganz ehrlich... Ich hab so Bock, das zu knacken. Vielleicht auch mal tagsüber. Vielleicht ist das ja besser. Hier ist jetzt auch niemand mehr, ne? Ja? Egal. Ja, dann lass mal kurz die Karte. Dann warte ich noch mal kurz ein bisschen. Ja. Einmal kurz warten. Und dann ist es wieder tagsüber. Ja, ach Mann. Ich bin echt erstaunt, dass der überall... überall schlafen kann. Ich kann's kaum erwarten, dass meine Ruby. Schwester in Hogwarts... So, Ruby. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber interessant, wo er dann Wusch gehört hat. Also ich habe gar nichts mitgekriegt. Aber ich habe mich auch einfach nur darüber geärgert, dass ich das nicht hingekriegt habe bisher. Oh, fertig. Nein, nichts. Nein, wieso? Nein, ich hasse es, bitte. Nicht die Ringe verpassen. Ach, Leute, nee. Das ist kacke. Ich hasse es, dass ich das nicht schaffe. Daneben. Ja. Das ist Wahnsinn, wirklich. Meinst du, es wurden schon alle Geheimgänge
Nee, da sind noch viele Geheimgänge, die ich noch nicht erkundet habe. Aber das wird noch alles noch ein bisschen warten müssen, weil ich will hier irgendwie den Rekord knacken. Und das geschafft. Das gefällt mir schon viel besser. Einfach den Besen ruhig. Halt! Puh! Nur eine Neune! Oh, das ist immer noch die schlimmste Stelle. Die hasse ich am meisten. Die ist so schlimm. Hasse sie. Das Ding ist, du musst mit dem rechten Stick musst du nach oben und unten lenken. Ein Schloss. Gleichzeitig musst du aber auch mit die Kamera mit dem rechten Stick mit rechts und links justieren. Und damit du nicht so da stehst. Das ist... Weiß ich nicht, ey. Das ist echt intens. Runter, runter, runter. Ja. Ich will mich zumindest mal verbessern, damit Super. Ich das Gefühl habe, dass ich wirklich besser geworden bin. Damit ich... Das wäre so schön. Nein, nein! Warum war ich dann ja jetzt so weit links? Nein! Fabelhaft. Nee, das ist nicht fabelhaft. Das ist scheiße. Es wird wieder nicht reichen. Nee. Nein, 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 so knapp. Hm. Nicht meine Bestzeit. Wie kann ich denn langsamer sein als vorher? Ich glaube mittlerweile, das schafft man gar nicht. Oder man schafft es wirklich tatsächlich nur, wenn man alles. Das ist Wahnsinn. Ich will es aber eigentlich noch ein bisschen weiter probieren. Ich könnte die Folge auch weiter nach hinten ausdehnen, so ein bisschen. Und beim nächsten Mal machen wir dann was anderes. Da gehen wir zum Raum der Wünsche oder sowas. Also zu Professor Weasley und die zeigt uns dann wahrscheinlich den Raum der Wünsche. Geschafft. Das haben wir ja schon gesehen. In der Quest-Beschreibung. Ja, das war gut, einigermaßen. Und jetzt hier wieder die Stelle, die ich hasse. Ja, zumindest mal was mitgenommen. Ist in Ordnung. Aber ich fürchte, da fehlt mir immer noch zu viel Zeit. Aber vielleicht kann man ja wirklich die Besenverbesserung nutzen. Warum sollte der Besen, wenn man den verbessert hat, hier gedrosselt werden? Das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, das kann man später einfach viel leichter machen hier. Aber es kann natürlich auch sein, dass der deaktiviert wird, also die Verbesserung dann deaktiviert wird für dieses Rennen. Und dass es dann immer noch gleich schwer bleibt. Ich weiß es halt nicht. Deswegen probiere ich solche Dinge einfach gerne aus. Außerdem mag ich ja die Herausforderung auch wenn ich mich hier und da ein bisschen ärgere. Aber das zeigt ja einfach nur, dass man das wirklich auch machen will und auch schaffen will. Puh, das war nochmal gut, dass ich nochmal ein bisschen nach unten gegangen bin. Dadurch habe ich nochmal einen kleinen Boost bekommen. Ich habe ja nicht viel verpasst bis dato. Ich gucke auch gerade echt nicht auf die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn das da vorne der Rekordhalter ist, bin ich nah dran. Das hat schon mal geklappt. Alter, wo soll ich die Sekunde hernehmen? Na gut, vielleicht zwei Ringe mehr am Anfang sammeln und dann ist es drin. Boah, ist das intens. Alter, ist das eine krasse Zeit. Dieses Mädchen ist unfassbar. Sie hat einen Aufsatz überschritten. Also Ruby, ich ziehe meinen Hut vor dir. Meinen nicht vorhandenen Hut. Geschafft. Habe ich mich gerade nicht nach vorne gelehnt? Dann kann ich ja eben abbrechen, das bringt ja nichts. Dann fehlt mir ja jetzt Zeit. Das kann ich mir ja nicht erlauben. So ein Mist. So ein Mist aber auch. So, let's go. Ich meine, das muss irgendwie... Man sieht ja, der hat ja viel mehr Speed drauf. Also das... Das muss ja irgendwie machbar sein. Oh yeah, Leute. Ist es jetzt soweit? Hoffentlich. Einfach weiter konzentriert bleiben.
Jetzt kommt der Flug meines Lebens, Leute. Ich sag's euch, der Flug meines Lebens. Das macht echt Spaß. Noch ein verpasst, nein. Aber nicht verunsichern lassen durch sowas. Es ist okay. Habe ich den jetzt noch mitgenommen oder nicht? Ah, ich habe zu viele andere Sachen verpasst hier wieder. Aber es sah gut aus schon mal. Zum ersten Mal, dass ich diese Stelle so gut gemeistert habe. Ich werde also auch besser. Geschafft. Ach nein, das sind so unnötige Schlenker, die ich da drin habe. Die einfach nerven. Ja, die Kamera, bitte. Kamera, nein. Oh Gott, das ist gar nicht schlecht. Aber wird nicht reichen. Na, langsamer als vorher. War das nicht geplant? Nee. Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ach komm. Ich glaube, du musst wirklich jeden Ring einsammeln. Jeden einzelnen. Das ist so krank. Es ist so krank. Super. Vor allem man sieht die... Nee, Schluss, stopp, kein Bock mehr. Ich sehe die nicht richtig an. Das ist mir zu... Ich sehe die... Nein, weg vom Kurs. Bitte abbrechen. Kann ich das nicht irgendwie anderweitig abbrechen? Ich will es noch einmal richtig machen, aber ich sehe halt die Ringe nicht mal richtig. Aber das reicht nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht ist die Tageszeit nicht gut dafür. Ich meine, keine Ahnung. Ich sehe die Ringe nicht. Also zumindest die da vorhin nicht. Das hier sehe ich ja noch gut. Aber gerade so, wenn man so in Richtung Himmel fliegt. Hallo? Fabelhaft. Das hier. Kamera, bitte. Bitte. Kamera, nein. Warum? Oh Gott. Und die Kamera geht mir sowieso auf die Nerven. Stopp. Nee, weiß ich nicht. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob man hier später mit Verbesserung auch noch fliegen kann, weil so... Sonst muss ich später nochmal versuchen. Ich schaff's einfach gerade nicht. Ich krieg's einfach gerade nicht hin. Ist mir gerade irgendwie zu schwer. Na gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's dann wahrscheinlich zu Professor Weasley und dann gucken wir uns mal den Raum der Wünsche an. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. We'll be right back.